Ich mach nichts, schau. Also ich hab jetzt hier. Ich bin hier freihändig gerade. Ihr sitzt dann in der Facecam auf meinem Kanal, werdet ihr es dann sehen. Ich nix. Freihändig. Guck mal, Mama, ohne Hände. Frenkel frottelt. Heute, Let's Play, OMSI 2. Der Omnibus-Simulator. Route 01. So, Dorfen, stimmt. Die wissen immer noch nicht, was abläuft, aber das ist ja auch klar, die sind ja alle aus der Psychiatrie. Moment, was war das denn? Wie hat das denn ausgesehen? Dorfen. Ja gut, das ist soweit richtig, ne? So. Jetzt hat's geheißen, ich soll mal einen Schritt vorwärts fahren. Das geht aber jetzt nicht mehr, weil ich ja diese... Oh Gott. Scheiße, jetzt habe ich da diese scheiß Lampe da vor mir. Komm ich da rum? Da kommen wir rum, ne? Ah, habt ihr gesehen? So, okay. Jetzt bin ich ein Stück vorgefahren, sie haben trotzdem nicht reagiert. Dann werde ich das wie immer nochmal manuell machen. Und nicht manuell, neuer, sondern manuell. 4, 5, 1. Fahrziel, Dorfen. Bam, 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 bam! It works! So, und jetzt sind sie plötzlich auch nicht mehr aus der Nervenheilanstalt. Jetzt wissen sie Bescheid. Oh, ich bin so gut. So, jetzt haben wir nur noch 256 Zuschauer. Das ist sehr schade, aber ich kann ja nichts dafür. Ich kann es ja nicht beschleunigen. Ne, ihr seht ja. Ach, alles Stoffel hier. Geiler, geiler, weil ein bisschen die Klappe aufging. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag! Ja, naja. So, jetzt haben wir noch 10 Minuten Dingsbums. Ich schaue nochmal kurz. Oh, scheiße. Oh, eine lange Tour. Das ist eine längere Tour. Okay, alles klar. 15.45 Uhr fahren wir los, das heißt, wir können ein bisschen vorspulen. 14.45 Uhr, 14 Uhr, was? 15 Uhr, oder? Ja, 15.45 Uhr, da können wir ein bisschen vorspulen. Auf 15.42 Uhr, Closet. Zack. Kommt keiner mehr. So, genau. Und jetzt geht's gleich los, Leute. Da kann ich nochmal einen Schluck trinken. Und dann fahren wir los. Will ja eh keiner mehr mitfahren jetzt, ne? Ah, da kommt noch eine. Moment. Aber habe ich die Heizung angemacht? Nee, ne? Habe ich vergessen. Aber die können ja nicht meckern. Jedenfalls nicht wegen der Heizung. Ja, keiner will einsteigen. Dann trinken wir einen Schluck und dann fahren wir los. Und vielleicht schaffe ich diesmal die 100%. Wobei die Tour natürlich jetzt schon ein bisschen länger ist, ne? Muss man mal ganz klar sagen. Das ist schon mal eine Herausforderung jetzt. Auch für den besten Busfahrer der Welt. Ja, will keiner mehr mit, ist okay. Ach doch, die blöde kleine Schlampe will noch mit. Nee. Okay. Dann schauen wir mal. Weihnachtsbaum, linke Hand. Ulmenhausen Ost, Dingsbums, Schulbus im Bau. Okay. Im Bau heißt nicht immer Gefängnis. Und dann fahren wir mal da rum. Da steht jetzt zwar nicht, wo ich hin muss, aber es gibt ja nur diese eine Möglichkeit. Also ich muss jetzt Richtung Dorfen. So, und da ist wieder diese miese Falle. Ein bisschen dunkel jetzt hier, ne? Machen wir ein bisschen legerer drüber. Ah, ich habe vergessen, Moment. Nächste Haltestelle, Ulmenhausen, Ostbahn. Ja. Umsteigemöglichkeiten. Du bist zu langsam. Zum Regionalen. Das ist falsch. Das ist falsch. Die nächste. Nächste Haltestelle, Ulmenhausen, Mitte. So. Also, das kann nicht falsch sein, es gibt nur diese eine Richtung. Ah, es wird grün. Als ob die noch nicht gewartet. Hä, warum steht da nichts? Doch jetzt da oben, da sehe ich es. Ah, okay, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Das war nur ein bisschen schwer zu erkennen. Nicht die Bremse drücken, Herr Frenkel, nicht die Bremse. Jetzt einfach mal Gas geben, weil wir jetzt sind auf der Geraden, da können wir Gas geben. Willst du nicht mal versuchen, mit der Maus zu fahren, fragt einer. Ich fahre doch mit der Maus. Also ich gucke mit der Maus zumindest. Ich muss nach rechts. Oh, rot. Schnauze!
Manchmal muss man einfach sicher gehen, dass die Bescheid wissen. Ich mach mal Fernlicht. So, jetzt sehe ich was. So, die Sonne geht unter. Ich glaube, die können überhaupt nicht meckern. Das geht gar nicht, die sind einfach alle stumm. Ich bin in der Gebärdensprachenstadt. Ist mir auch recht. Ich kann auch Gebärdensprache. Warte, ich zeig's euch gleich. Zeig ich da mal meine. Ich kann wirklich Gebärdensprache. Pass auf. Lass mir die erstmal rein und dann zeige ich meine Gebärdensprache hier. Könnt ihr jetzt im Livestream nicht sehen, aber es wird ja dann eine Facecam geben in meinem Kanal, wenn ich das dann hochlade. Dann könnt ihr das sehen, Gebärdensprache. Ich hab's drauf. Ja, das werde ich jetzt auch keine Witze mehr machen, weil über stumme Menschen macht man keine Witze. Fresse! Verzeih. Wir wollen auch keine Tickets, alles klar. Ich bin doch in Tschernobyl, glaube ich. So. Nein, ich muss an der Stelle jetzt auch mal noch sagen, und zwar der Mapbauer, der Alex, aka Busfahrer M oder auch im Chat jetzt genannt Games for World, muss mich jetzt mal bedanken dafür, dass ich das machen darf, dass ich was vorstellen darf, was noch keiner kennt. Das muss man ja auch mal bedenken, ne? Er hat Vertrauen in mich gesetzt, warum auch immer. Ich habe ihn nicht vorher unter Drogen gesetzt, er hat das freiwillig gemacht. Und ich finde das schon cool, weil ich würde Baumgarten zum Beispiel auch vorab vorstellen. Und da habe ich den Player Hannes mal angeschrieben, aber der hat nicht mal geantwortet. Moment, ich muss gut drücken. Nächste Haltestelle Ulmenhausen, Amtsgericht. Übergang in Fahrtrichtung Dorf. Ja, da ist aber vorhin vorbeigefahren am Amtsgericht. Und Bremse. Aber was war das denn? Gar nichts war das. Jetzt leck mich doch am Arsch, da gehen die Lichter aus und alles ist kaputt. Warum denn? Es war nichts. Bin ich am Bordstein ran? Oh, ich bin an den Bordstein rangekommen. Da geht natürlich der ganze Bus kaputt. Das ist realistisch. Das ist eine Simulation. Ach, leckt euch doch. Ich meine, leckt mich doch. Verdammt. Blöde Pisspenner. 0,0. Arschlecken. So, Feierabend. Wenn wir jetzt am Ziel sind, ist Ende. Ist Ende. Kein Bock mehr. Schnauze voll. Das Spiel kann mich mal am Arsch lecken hier. Ich fahre hier wie ein Gott. Wie ein alter Gott. Nicht wie ein junger, aber immerhin wie ein Gott. Scheißdreck. Bürgersteig an. Noch nie GTA gesehen oder was? Warum ist das Licht überhaupt aus? Ist auch kaputt. Oder wie? Ach nee, es ist gar nicht aus. Es ist nur einfach scheiße. Ja, komm, fahr einfach. Das Spiel hat keine Zunge. Ja, tolle Wurst. So, wo muss ich hin? Dorfen. Nächste Haltestelle. Ah, rot! Überland Auffahrt. Ist überhaupt noch jemand da? Fährt noch jemand? Hä, warum ist das so dunkel? Ach so. Ich muss hin, auch noch die Lichter anmachen, ne? Das habe ich ja ganz vergessen. Aber jetzt. So, ich habe euch jetzt die Map vorgestellt, ihr wisst Bescheid. Sie erscheint eventuell am 5.1. Ich habe so kleine Zweifel gerade, weil ich glaube, dass da noch ein bisschen mehr gemacht werden muss. Dann brauchen wir noch ein paar Gebäude. Und jetzt fahre ich da in die Rocky Mountains rein. Blöde Scheiße hier, ey. Blödes Drecksspiel. Da kann ja die Map nichts dafür, dass dieses Kackspiel hier mich wieder disst ohne Ende. Oh, jetzt muss ich Kickdown drücken, ne? Wo war denn der wieder? Hier. Jetzt komme ich den scheiß Berg nicht hoch. Oh, guck mal, ich komme besser den Berg hoch als der kleine blöde Penner vor mir. Seht ihr das? Der Schleich-Heidi. Fahr zu, du Eimer! Ich komme! Hallo! Ich hab nix, Unfall, war gar nichts, war alles okay. Oder hab ich ein Auto gerammt? Nee, oder? Nächste Haltestelle. Oh! Berge. Verzeihung, ich hab Q gedrückt. Ja, das sind halt die mit den Scheißbussen. Ich hab einen guten Bus. Oh! Ich hab alles im Griff. Ja, Mann, ey, jetzt gibt er Gas, ne? Damit die nicht vorbeikommen.
Scheiße. Ah, fuck. LKW, LKW. Wird alles gut, wird alles gut. Ist er weg? Ja, jetzt kann ich rüber. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ja, ja, ja. Ja, Baby, ja, so sieht's nämlich aus. Ich bin nämlich der Busfahrer, Gott. Ich kann nichts stoppen. Wenn die mit mir Speed gedreht hätten damals, ich wäre den Verbrechern davongefahren. Ich wäre so schnell gefahren, die hätten die Bombe nicht mal zünden können. So, gebt nochmal Gas. Ah, da haben wir's. Games for World schreibt gerade, der Release-Termin von der Map verschiebt sich. Ja, das habt ihr fast gedacht. Was fahren die alle hier so langsam? Aber es ist eine schöne Stimmung hier so. Schau mal, das ist fast schon Ramontisch da, ne? Die lila Wolke, kennt ihr sie? Bis die Wolken wieder lila sind. So. Ich habe eine Haltestelle übersehen. Wartet mal, will jemand raus? Moment, ich muss erstmal überholen. Okay. Ich höre jetzt besser auf, weil ich habe so das blöde Gefühl, wenn ich jetzt okay drücke, dass das nicht mehr so ganz gut geht. Scheiße. Ich warte jetzt mal kurz, bis das hier im Livestream auch zu sehen ist, weil es immer ein bisschen Verzögerung. Ich sehe das ja schon hier. Und dann schaue ich mal, was für Reaktionen gibt im Chat. Schon wieder Haltestelle übersehen. Echt? Ich will auch keine Haltestellen sehen. Ich will euch die Map zeigen. So, jetzt haben wir's. LOL. Albamax. Okay. Jetzt mache ich mal weiter. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass es ganz böse ausgeht jetzt. Yes, baby! Boah, ich habe keinen Unfall gehabt. Hat hier jemand einen Unfall gesehen? Okay! So langsam fängt an, die Map mir zu gefallen! Freunde, ihr nehmt es mir sicherlich nicht übel. Wenn das hier jetzt das Ende dieses Livestreams ist, weil es gibt kein besseres Ende als dieses hier. Ich versuche mal die Tür noch aufzumachen vielleicht. Ja, ihr habt bei mir jetzt nicht nur die Map in der Beta gesehen, ihr habt sogar wesentlich mehr als die Map gesehen. Ihr habt so viel gesehen, dass es gar nicht mehr gibt auf der Beta. Der fährt jetzt übrigens völlig alleine. Ich mach gar nichts. Der gibt Gas wie ein Bekloppter. Hört ihr das? Das klingt wie Formel 1-Wagen. Ich mach nichts, also ich hab jetzt hier... Ich bin hier freihändig gerade. Ihr sitzt dann in der Facecam auf meinem Kanal, werden wir es dann sehen. Ich nix, freihändig. Guck mal, Mama, ohne Hände. Was denn für ein Unfall? Habt ihr einen Unfall gesehen? Ich habe keinen Unfall gesehen. Ich bedanke mich bei allen, die noch da geblieben sind. 228 Leute. Bitte sagt allen 80, die vorher gegangen sind, was sie verpasst haben. Wir müssen jetzt leider aufhören, weil... Das hat ja keinen Sinn mehr, ne? Das seht ihr doch, oder? Ich meine, ich kann auch ein bisschen die Kameraperspektiven wechseln. Das ist frisch aus dem Horrorfilm hier. Die Soundeffekte sind auch geil. Ich bin da mal raus, ne? Ciao. Danke. Ja, Baby. Das gibt mir Zeit, jetzt noch in den Chat reinzuschreiben. Da 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 da. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round, round. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round, round.
Ich könnte mir das noch stundenlang anschauen eigentlich. Wem ist denn schon schlecht? Wir haben minus 9 Billiarden Grad im Bus gerade. Ich kann gar nicht aufhören, so geil ist das. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round.